Hey und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Planet Coaster, unserem Projekt des wahnsinnig schönen Fantasy Magic Märchenparks. Und das ist unser Eingang und das ist unsere erste Attraktion, das Karussell, was wir in Folge 1 gebaut haben. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann habt ihr die Playlist in der Videobeschreibung. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid und wir heute natürlich weiterbauen werden in unserem gigantisch schönen Freizeitpark. So, ein kleiner Schwenk und damit sehen wir auch schon, was wir das letzte Mal geschafft haben, nämlich hier so eine kleine Milchshake-Bude, wo zweimal Milchshakes drin war. Da habe ich mich noch nicht dran gewagt, das zu ändern. Und natürlich ein Karussell, was schon reichlich besucht wird. Wollen aber natürlich hier monatlicher Profit bei $100, ist natürlich nicht so verkehrt. Wollen hier natürlich aber weitermachen. Und was natürlich in einem Freizeitpark eigentlich nicht fehlen darf, ist natürlich auch die erste Achterbahn. Sind wir ganz ehrlich, deswegen gehen wir in Freizeitparks. Und da gucke ich einfach mal, was wir hier für einen kleinen Preis auch schon dabei haben. Können natürlich selbst eine bauen, das werden wir, denke ich, auch noch machen, sind wir ganz ehrlich. Aber ich würde erstmal hier vielleicht so ein Little Roller Coaster, nichts Großes, aber schön vor allem. Was uns am Anfang ein paar Leute in den Park spült, das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So. Das hier kann ich jetzt gerade nicht bauen. Okay, weil es einfach zu tief war. So, und da haben wir nämlich ein paar Elemente dabei, die... Achso, das ist sehr viel mit Wasser, sehe ich gerade. Müssen wir natürlich mal gucken, wie wir das dann ausgestalten. So, ich gucke mal, wie tief ich das setzen kann, ohne dass es sich dann so gesehen verhält. So, das wäre natürlich... Wir könnten das so rum platzieren, dann hätte man relativ viel Fläche zu sehen. Das wäre eigentlich nicht so schlecht. Wir könnten das natürlich auch so leicht hier drüber hängen lassen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich würde gerade kurz die Parkzeit einmal fixieren, weil in der Nacht ist immer ganz schön. Aber es ist einfach besser, wenn es ganz Zeit hell ist, weil dann kann man irgendwie besser bauen und ähnliches und sieht man die Hälfte nicht so richtig. So, das heißt, wir schnappen uns nochmal diese Achterbahn, die wir gerade hatten. Das war die kleine Süße hier. Wo ist sie denn nochmal? Magic Dragon. Ja, hier Little Fairy Tale Roller Coaster. Und da gucken wir einfach mal, dass wir die jetzt hier platziert bekommen. Ich denke, die machen wir jetzt einfach mal hier so tief, wie es geht. Hier irgendwie, dass der Pilz vielleicht noch relativ weit vorne hängt. Genau, guck mal, so machen wir das jetzt einfach mal. Okay, und dann gucken wir mal, was jetzt hier davon in der Luft hängt. Da ist sogar einiges, das ist leider ein bisschen schade. Hier sind so ein paar Elemente, damit es hier so dampft. Das ist ganz cool gemacht. Aber leider konnten wir das nicht tief genug platzieren. Also, dass vieles hier jetzt echt in der Luft abhängt. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen ran, aber das ist an sich nicht so schlimm. So, hier haben wir auch noch so ein paar Pilzleuchten. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Gut, müssen vielleicht auch viel mit Stein arbeiten, aber das kriegen wir soweit hin. Ja, schade, dass das nicht tiefer ging. Was ist das hier an dieser Seite? Gucken wir uns auch nochmal an. Auch nochmal Lautsprecher. Ja gut, das brauchen wir alles hier nicht. Die können wir einfach mal alle jetzt gerade eliminieren. Kriegen wir ein bisschen Geld zurück. So. Manchmal ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn so Sachen schweben. Okay, die Pilze sollten aber nicht so schweben. Das sieht natürlich dann ein bisschen Banane aus. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das können wir einfach relativ gut hier runterziehen. So, bis es hier irgendwie relativ sinnvoll ist. So, muss noch mal ein bisschen mehr am Boden entlang eiern, weil sonst sieht man immer nicht so genau, wie gesagt, wie hoch das hier ist. Und dann platzieren wir den hier einmal. Und dann machen wir das mit dem nämlich ganz genauso. Können wir vielleicht ein bisschen mehr hier in die Mitte reinstellen. Den können wir sogar ein bisschen mehr im Boden verankern. Das ist eigentlich auch kein Problem. So, guck mal, das sieht auch schon mal deutlich besser aus. Gleiches hier mit dem Kollegen. Bisschen tiefer. Und schon ist es deutlich besser. So, hier ist es so eine Kombination aus mehreren Objekten. Kann man das hier vielleicht so ein bisschen ziehen? Ja, das weiß ich gerade nicht. Okay, hier, was ist mit dem Baum? Den können wir auch ein bisschen tiefer setzen.
So, guck mal, dann ist das nämlich schon mal im Boden verankert. Das sieht doch alles gar nicht so verkehrt aus. So, und hier würde ich sagen, arbeiten wir einfach ganz viel mit so ein paar, hier so mit den so Steinen. Dann passt das schon. Welche Steine haben wir denn hier genommen? Das sind die Alpinfelsen. Okay, die werden mir hier auch sofort angezeigt. Das ist doch schon mal super. Große wären nicht verkehrt. Sehr gut. Dann machen wir nämlich hier einfach so ein bisschen Steinlandschaft draus. Indem wir die so ein bisschen andrehen. Wir brauchen auch gar nicht in der Mitte agieren. Das sieht man ja sowieso nicht. Na, dann platzieren wir hier einfach rundherum so ein bisschen Felsen. Ein bisschen nach oben, wenn die schon so riesig sind. Dass wir hier auch gar nicht so viel brauchen. So. Hier noch ein bisschen. Und der darf auch noch ein bisschen rein hier. So, und schon haben wir hier alles, naja, relativ. Vielleicht noch hier so einer, der hier noch ein bisschen außen abhängt. Okay, so, guck mal, dann haben wir hier das einfach auf so ein kleines Felsplateau gestellt. Nehmen wir jetzt hier nochmal so ein paar, dass das so ein bisschen natürlicher aussieht an der Seite. Nicht nur die einzelnen Felsen. Dass es auch hier so ein paar Ausreißer gibt, die hier so gesehen auch mal davon runtergefallen sind, könnte man ja sagen. Genau, guck mal, so ist das doch. Cool, das gefällt mir. So, dann haben wir das nämlich hier so ein bisschen sauberer platziert. Da kann man natürlich mit den Blümchen danach noch spielen. Das gleiche müssten wir jetzt hier mit dem auch nochmal machen. Beziehungsweise, hier sind es gar nicht so viele Elemente, die würde ich dann wahrscheinlich sogar alle mal runtersetzen. Das ist ja auch relativ fix gemacht. Da waren das nämlich sehr viele Blumen, deswegen hatte sich das nicht angeboten. Aber hier sind es nur so ein paar kleine Fächerblümchen und deswegen ist das doch gar nicht so schlecht. Die können wir noch ein bisschen mehr reinschieben. So, guck mal, das sieht gut aus. Was ist hier mit dem? Das Building, das können wir auch auf den Boden setzen. So, und auch das hier. Einmal auf den Boden, bitte. Ach, guck mal, da haben wir das hier schon mal sehr gut gelöst. Hier so ein paar Sachen, die jetzt hier in der Luft schweben, die würde ich mal einfach gerade wegmachen. Da können wir dann vielleicht nochmal gucken, wie wir das danach ein bisschen ausdesignen. Muss ja nicht... Hier, dass die Lampen so ein bisschen schweben, finde ich eigentlich ganz witzig. Packe ich jetzt tatsächlich trotzdem alle mal weg. Hätte, wenn die jetzt nicht diesen hier diesen Punkt für die Wand hätten, würde ich sie sogar lassen. Aber so macht das dann leider wenig Sinn. Da platzieren wir gleich nochmal so ein paar Bäumchen einfach mit rein. Und dann sieht das schon ganz cool aus. So, hier ist eigentlich ganz gut, die Pilze hier passen, der eine, gut, den muss man noch ein bisschen wegmachen. Hier haben wir noch so ein bisschen was, wie gesagt, könnte man alles drin lassen, weil man ja auch sagen könnte, ja, das schwebt halt einfach. Wir sind ja, wie gesagt, im Magic Park. Die finde ich sogar cool, wenn die schweben, weil das hat so ein bisschen was. Hier die Kriechpflanze, die können wir mal ein bisschen verschieben. Ich hatte hier doch gerade noch so ein bisschen was. Genau, hier zum Beispiel einfach mal dran, damit das hier nicht so alleine aussieht. So, jetzt stehe ich mitten in so einem Turm. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir können hier die Achterbahn währenddessen schon mal testen, während wir hier noch versuchen, ein bisschen aufzuräumen. Und ich würde sagen, den Rest hier, hier müssten wir noch ein paar Rocks platzieren. Das machen wir eben fix noch. So, Alpinfelsen groß. In welchen hatten wir den hier, ne? Der ist gigantisch, der ist schön. So, damit können wir nämlich sehr schnell sehr viel Raum einnehmen. Und das hier sofort in den gleichen realistischen Zug verpassen. So, hier noch einer und dann haben wir es eigentlich auch schon. So, guck mal, das ist cool. Das ist sehr, super simpel. Aber gleich erfolgreich. Und jetzt hier, oh, Mülltonnenquellen schon über, da müssen wir mal gerade ganz kurz einschreiten und hier ein bisschen Personal einstellen, bevor wir hier sofort das nächste
das nächste Gebäude platzieren. Parkverwaltung ist es, glaube ich. Personal, dann nehmen wir hier mal Hausmeister 1. Und ja, einer reicht es erstmal für die ganz kleine Fläche, sind wir ja ganz ehrlich, wir haben erst 202 Leute. Und jetzt brauchen wir jetzt hier noch für unsere Abschlussszenerie, bräuchten wir noch ein paar Bäumchen. Mauerranke ist gut, was haben wir denn hier in der favorisierten Sache? Schwarzfichte, sehr gut, Schwarzfichte ist einfach perfekt. Nehmen wir hier einfach schön mitten rein, das finde ich sieht ganz witzig aus. Ja, so, hier noch an dem, Ding können wir noch mal ein bisschen was, dann macht das auch irgendwie Sinn. Hier haben wir zum Beispiel auch noch sowas. Ja, manchmal muss man sich mit der Kamera hier sehr geschickt anstellen. So, guck mal. So. Gleich einen daneben wäre doch super. Jawohl. Guck mal, dann sieht das auch aus, als würde das dazwischen hängen. So lösen wir hier so ein paar Phänomene von ganz alleine auf. Und vielleicht schaffen wir es auch noch, diesen Pilz hier so ein bisschen reinzunehmen. Indem wir hier auch nochmal einen hinstellen. Ja, nicht ganz der Effekt, den ich haben wollte, ehrlicherweise. Das heißt, die können wir eigentlich wieder wegnehmen. Wir haben hier nochmal eine, so eine kleine, vielleicht kopieren wir uns die. Die passt, glaube ich, für den Pilz sehr gut. Und für den auch. Ja, guck mal, dann sieht das auch so aus, als würden die so ein bisschen aus den Tannen kommen, ohne dass ich sie jetzt komplett abreißen muss. So, damit sich das Setting hier noch ein bisschen durchzieht, würde ich sagen, gibt es hier die ein oder andere Tanne auch noch hier. Sonst macht das ja so wenig Sinn. Und hier wahrscheinlich dann auch nochmal eine. So, damit haben wir unsere erste Achterbahn fertig. Haben da ein bisschen rumgespielt, ein paar Sachen auf den Boden gezogen, ein paar Felsen reinplatziert, damit das eigentlich alles ein bisschen stimmiger hier wird. Und können jetzt hier Eingang und Co. platzieren, um jetzt hier auch die ersten Gäste wieder mit reinzubringen. Gut, das heißt, wir nehmen uns die Warteschlange wieder mal. Kopfsteinpflaster haben wir ausgewählt als allererstes. Und hier ist es so gelöst, dass wir, okay, hier den Eingang haben. Den führen wir, denke ich, einfach mal ganz klassisch links rum. Eine Plattform machen wir noch, dann geht es runter für einen Weg. Können wir es hier? Jawohl. Ah, das passt leider nicht. Okay, dann müssen wir leider hier vorher nochmal eins mehr runtergehen. So. Ja, gut, das passt hier auch nicht. Dann müssten wir sogar nochmal zwei runtergehen. Bis wir hier wahrscheinlich komplett auf dem Boden angelangt sind. Auch das hier funktioniert nicht. Schade drum. Gut, dann halt hier rum. So, und dann hier um die Ecke, würde ich sagen. Ja, guck mal, das geht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, hier ist zu tief. Och, man, okay. Schwierige Warteschlange, viel schwieriger Warteschlangenbereich sehe ich gerade. Dann müssen wir hier irgendwie so vorbei. Und dann hier irgendwie zwischen meine Achterbahn wieder durch. Ja, cool, okay, das geht. Dann hier an dem Pilz oder an diesem Ding vorbei und dann haben wir es geschafft. Sehr gut. Kleiner Schwenk, aber dadurch haben wir jetzt auf jeden Fall einen riesigen Warteschlangenbereich erstellt. Und dann brauchen wir hier noch das, da haben wir das hier genommen. Dann färben wir das hier auch dementsprechend. Sehr gut. Das kann, okay, das ist schon auf der geringsten Breite. Dann würde ich auch sagen, gehen wir ja relativ schnell runter, oder? So. Okay, und dann geht es hier wahrscheinlich auch zurück, würde ich ganz trocken mal behaupten. Hier kommen wir bestimmt drunter durch, sehr gut. Und dann haben wir es. Okay, längerer Ausgang auch an der Stelle. Hier können wir natürlich dann später, wenn der Park, ich sag mal, einmal rumgeht, hier wahrscheinlich auch nochmal eine schnellere Route basteln, als das, was wir jetzt haben. Okay, aber
Nichtsdestotrotz können wir jetzt die Sache hier eröffnen. Was haben wir hier für einen Ticketpreis? 6,50, gehen wir auch mal hier auf 6,90 hoch. Auch hier sehr viele Leute mit drin. Hier muss man immer mal gucken, dass man das richtige Gebäude auswählt. Ticketpreis gehen wir hier auf 4 Euro hoch, denn wir haben jetzt einen monatlichen Profit von minus 91. Aber die ersten Leute stürmen jetzt hier unsere Achterbahn. Was haben wir denn hier eigentlich für Werte? Hat gekündigt, ja, besten Dank. So, weil ich ja noch keinen von diesen Teilen hatte. So, wir haben hier Werte von, erstmal ein Prestige, 2 Sterne, ist okay. Und dann haben wir hier, ja, Spaß, 3,9, Nervenkitzel und Übelkeit sehr wenig. Ist eine Familienachterbahn, ganz ehrlich. Deswegen auch gar nicht so verkehrt. So, haben wir jetzt hier noch einen Verkäufer? Nee, wir haben keinen Verkäufer mehr, das ist natürlich sehr schlecht. Denn wir brauchen als nächstes, und damit werden wir uns dann nächste Folge drum kümmern, brauchen wir ein Mitarbeiter zu Hause, könnte man sagen, dass diese natürlich da einfach eine Pause machen können und ähnliches. Und da legen wir großen Wert drauf. Deswegen werden wir das auch beim nächsten Mal sofort angehen. Letzte Sache für heute. Ich baue noch eben fix Mülleimer. sonst ist nämlich immer blöd, wenn das nicht existiert. Wo haben wir denn Mülleimer? Habe ich die favorisiert? Jawohl, sehr gut. Da haben wir nochmal einen dazu. Dann ist hier nämlich auch noch einer mehr. Freunde, das ist er. Unser Freizeitpark mit der ersten Attraktion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute, wie gesagt, viel an dieser Achterbahn rumgebaut. Aber ich finde, das gehört einfach dazu. Das macht Spaß und genau darum geht's. Und dieser Freizeitpark soll einfach gigantisch geil und groß werden. Und die ersten beiden Meilensteine sind auf jeden Fall dafür gelegt. Die Warteschlange ist auch schon gigantisch. Guck mal, hier einmal schon um die Ecke. Cool, freut mich in jedem Fall. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.